Dann werden die Kinder älter werden, ist wirklich, erstens, Komplikationen sind zu viel. Zweitens, 90% Kinder wollen das bestimmt nicht. Dann sind sie keine Muslimen, kein Juden mehr. Das geht doch nicht. 90% der Kinder würden das nicht wollen, wenn sie es selber entscheiden. Ja, die wollen nicht. Ist ja auch nicht. Wer will denn freiwillig eine Spritze haben? Mhm. Ja, aber die kleinen Kinder doch auch nicht. Eben. Ja, also, und nur weil sie so klein sind und so machtlos, werden sie gezwungen. Dieser junge Mann hat nicht vergessen können. Alex Bachel, Maschinenbaustudent in Kassel. Auch sein Vater stammte aus Syrien. Alex war 6, als ihm die Eltern erzählten, er müsse an den Ohren operiert werden. Der Schock nach dem Erwachen aus der Narkose sitzt tief. Bis heute. Ich hatte im Weg zum Krankenhaus nur den Gedanken, dass ich eben am Ohr operiert werde. Und von einer Beschneidung war mir nichts klar. Das war dann erst im Aufwachen nach der OP der Schock. Wie war das? Plötzlich war der Penis anders. Schlimm, schlimm, weil er wirklich sehr schlimm aussah. Also, ich muss sagen, es war ja eine Operation und der Penis war blau und grün und man hat die Fäden gesehen. Es war ein Plastikring gespannt, auf dem Blutkruste war sozusagen. Und das war sehr schlimm, vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe und sich im Grunde auch niemand mit meinem Leid beschäftigt hat. Ich habe ganz bitter geweint und das wurde einfach nicht als schlimm angesehen, weil die Beschneidung nicht als schlimm angesehen war. Nach der OP hat er sich entstellt gefühlt, unwiederbringlich verstümmelt, für einen religiösen Ritus zum Außenseiter gestempelt, im ABC-Schützenalter. Die Bilder aus der Kindheit wollen nicht weichen. Warum haben die Eltern, die Ärzte nicht gewartet, bis er selbst entscheiden konnte? Ich habe ja mitgekriegt, wie sich mein Körper verändert hat. Ich habe ja mitgekriegt, wie ich anders gemacht wurde. Und das war direkt, also ich weiß noch, als ich nach der Beschneidung, als ich dann wieder raus konnte, mit anderen Kindern unten im Hof gespielt habe. Und dann musste einer aufs Klo gehen und ich musste auch. Und dann sind wir zu einem Busch gegangen, wie so oft. Und er hat die Hose runtergezogen und dann habe ich gesehen, dass er eben nicht beschnitten ist, dass er noch so aussieht wie davor und ich war anders. Und das war im Grunde das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich geschämt habe. Die aktuelle, so leidenschaftlich kontrovers geführte Debatte um die Beschneidung will Alex Bachel nutzen, um sich vor allem über das Internet mit Schicksalsgenossen auszutauschen, zu verbünden. Endlich den Schmerz irgendwo loswerden. Endlich Gehör finden für die eigenen Forderungen. Es reicht mir nicht aus, dass man sagt, ich erlaube Beschneidung bei Betäubung und dass der Beschneider in irgendeiner Weise eine medizinische Ausbildung haben muss. Es ist entsetzlich für einen Rechtsstaat, dass das bis dato nicht Standard war. Das ist kein Kompromiss, das war nie die Fragestellung, ob ich mein Kind ohne Betäubung operieren darf. Darum ging es nie in der ganzen Diskussion. Es ging darum, ob die Eltern diesen Eingriff, der so gravierende Folgen hat, für ihre Kinder bestimmen dürfen, für ihre Kinder anordnen dürfen. Und eben an diesem Punkt, beim Eingriff ohne Einverständnis, setzen auch die prominenten Kritiker der bislang gängigen Beschneidungspraxis an. Die Juristen und die Ethiker erst recht.